Hallo zusammen, wir haben Freitag, den 11. Juni. Es ist 18:26 Uhr, vorher habe ich es nicht geschafft. In diesem Clip geht es wie üblich am Freitagabend um den DAX. Wir stehen vor der Verfallwoche, großer Verfall. Meiner Erfahrung nach sind die Juni-Verfalls immer die mit dem meisten Volumen, gefolgt von dem Dezember. Dazwischen die Dinger im September oder März, die sind nicht so aussagekräftig. Der Hintergrund ist einfach darin, dass viele Dividendengeschäfte, also Optionsdividendengeschäfte, die laufen dann im Juni aus. Also ich hatte mir für diese Woche schon ein bisschen mehr Volatilität gewünscht, aber nächste Woche sollte das kommen, wenn die großen Positionen hier und da gedreht werden, weiter gedreht werden. Nochmal der Hinweis, schauen Sie nicht so sehr auf das Open Interest. Wir haben ungefähr 2,5 Millionen Derivate in Deutschland. Davon ist die Eurex ein eher geringerer Teil. Der meiste Teil geht in OTCs oder halt auch in den K.O.-Produkten, wie sie alle heißen. Aber das Open Interest ist für mich nicht so sehr wichtig. Fangen wir mal hier an. Sie sehen, ich habe gar keine Linie reingezogen. Keine Linie, keine Fibos, keine gar nichts. Das Einzige, was ich kurzfristig sagen kann, ist, dass wir hier diesen Bereich 20-Tage-Linie, diese beiden Lows, die wir hatten am Donnerstag und am Mittwoch im Bereich 15.503, das ist Unterstützung. Ich nehme sogar noch diese Kerze hier dazu, da sind wir bei 14.000, der Low-Kurs war 14.473. Das ist für mich ein markanter Punkt nach unten. Wenn wir den unterbieten sollten, muss ich davon ausgehen, dass wir sehr schnell das untere Band finden. Andererseits, wir flirten immer mit dem All-Time-High. Oder einem neuen All-Time-High. Und hier oben liegt das obere Bollinger Band bei 15.800. Ich würde es mir nach wie vor wünschen, wenn wir einmal noch so einen Shoot, Squeeze, wie auch immer, nach oben haben, Peak nach oben haben. Mir wird eine 15.750 reichen, aber das muss man dann am Montag schauen, eben wie der Verfall angenommen wird. Das heißt, das sind für mich jetzt mal so mehr oder weniger die beiden wichtigsten Punkte, der Bereich 15.800. Und hier unten drunter, und ich gehe unter diese Kerze hier, 14.470, vom Schlusskurs gesprochen. Die Bänder sind neutral, ohne Signal, gleitende Durchschnitte weiterhin positiv, kurz über lang. Wir sind vom MACD her, das sieht man hier gar nicht, wir sind wirklich auf der Nulllinie, völlig neutral, ist nichts zu sehen. Das ärgert mich hier. Das war ein sehr schönes Verkaufssignal. Ja, wir sind da unter die 80 gegangen und das fängt ja schon wieder an, hier in die Ebene zu gehen. Sowas hatten wir hier schon mal. Ja, das hatten wir auch hier schon mal. Das heißt, man ging davon aus, dass es weitergeht. Nur wir haben immer mal wieder Kontakt aufgenommen mit der 20-Tage-Linie. Das haben wir hier auch. Die wurde nicht unterboten. Aber wenn die unterboten werden sollte mit Schlusskurs, dann ist das untere Band angesagt. So werde ich auch gleich die Scheine legen. Jetzt haben wir Freitagabend. Schauen Sie sich mal das Sentiment hier an. Ja, das ist Sentiment DAX von der Euwachs. Also das ist viel. Ja, das ist nicht extrem, aber es ist viel. Nach wie vor fixen die Leute hier rein, gehen Short, gehen Short, gehen Short. Der Markt muss doch fallen. Der wird auch irgendwann fallen. Aber ich möchte gerne erst die Shorts noch ein bisschen hecheln sehen. Ich habe euch folgende Scheine mitgebracht. Und zwar, wenn ich der Meinung bin, dass wir hier mit einem neuen All-Time-High ein Kaufsignal kriegen, dass wir wenigstens bis zu 15.800 gehen, bis zum oberen Band, idealerweise noch ein bisschen drüber, dann möchte ich gerne einen Schein haben, der relativ nah hier dran ist. Ich darf ihn aber nicht zu nah dran setzen, weil ich habe hier das untere Band und da setze ich ihn drunter und ich habe mich für diesen hier entschieden. Das ist ein 15.100, ich runde leicht, 75er. Das ist ein Open-End-Schein von Goldman mit der Kennnummer Gustav Heinrich 6, Friedrich Heinrich, GH6FFH. 15.174 oder 1.75, das liegt ungefähr hier. Wenn wir wirklich da durchgehen sollten und mit einer schnellen Bewegung, habe ich noch genügend Zeit, ihn zu stoppen. Andererseits ist der mit dem Hebel von 30 ziemlich gut dabei, wenn wir ein neues All-Time-High bzw. über das obere Band gehen. Beim Short, Entschuldigung, möchte ich nach wie vor oberhalb der 16.000 bleiben. Ein 30er Hebel würde heißen 16.217. Den kann ich ein bisschen erhöhen. Da gehe ich jetzt mal auf 34. Das passt. 16.161 als Put. Mal die Kennnummer genannt, das ist die GH3
KZA 16.161. Wie gesagt, ein 34er Hebel. Der kommt dran, der liegt hier oben, der kommt dran, wenn wir unter der 20-Tage-Linie, idealerweise unter der 14.470 schließen, weil ich dann von einer schnellen Bewegung nach unten gehe. Aber da kann man warten. Ich habe kein aktuell wildes Signal hier, was sagt, du musst, du sollst, und zwar jetzt sofort. Keep calm, ja. Also alles in Ruhe. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.